Hi, guten Abend. Hier ist wieder euer Niklas und ich zeige euch heute meinen ersten Seco Control Umbau. Also hier sieht man schon den schon bekannten John Deere in der 7er Serie mit den magnetischen Doppelreifen, die ich jetzt nicht gerade hier liegen habe, aber es geht jetzt auch eher mehr ums Modell, weil ich habe an dem Ding einiges gemacht. Äußerlich oder bei abgeschaltetem Licht sieht man natürlich, das Ding hat meinen Eigenbau Frontkraftheber erhalten. Also ich habe dem auch einen Frontkraftheber meiner Art gebaut. Und das funktioniert richtig gut. Man kann auch einfach die originale Fronthydraulik wieder dran setzen. Das ist alles kein Problem. Die Umleuchten haben sich ein wenig verändert. Dazu kommen wir gleich, weil am Licht hat sich sehr viel getan. Man sieht hier auch die ganzen LEDs. Das sind 0603 SMD-LEDs, die ich bedrahtet habe und dann alle eingebaut habe, müssen ein Loch auch gebohrt werden durch die Lichtattrappe, also durch die Scheinwerferattrappe, dann im Dach alles zusammengekabelt, untergebracht und dann auch an die Originalplatine angelötet im Dach. Die ganze Beleuchtung, was vorher weiß war, ist natürlich jetzt warmweiß, weil das finde ich passt auch irgendwie mehr. Und natürlich, jetzt kommen wir zurück zum Rundumleuchten. Das sind jetzt keine Kunststoffattrappen mehr, wo einfach eine LED drunter saß und das dann nicht so ein schönes Lichtbild gab. Sind jetzt richtige LEDs. Ich mache mal an. Jetzt blinken sie. Und ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. Also sonst die Heckhydraulik und alles ist natürlich völlig unverändert. Vorne hat sich auch einiges getan. Ich schaue mir mal das normale Licht an. Man sieht, es ist jetzt natürlich warm weiß. Und ja. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Das Einzige, was ich nicht gemacht habe und es auch nicht machen werde, ist eine Führerstands- und Armaturenbeleuchtung, weil sonst würde nichts mehr leuchten, weil die Stromverteilung doch ein bisschen begrenzt ist. Wir haben natürlich noch die Lenkung, da müssen wir jetzt eigentlich nicht drauf eingehen. Gut, und wir haben natürlich Blinker, da hat sich auch was getan. Fangen wir mal hinten an. Links, Warnblinkeranlage. Hat schon geblinkt. Ja, Warnblinkeranlage. Und nur links. Gut, jetzt machen wir es wieder aus. Jetzt schauen wir es uns von vorne an, weil an den Holmen und sogar hier vorne jeweils sitzen jetzt auch SMD-LEDs, die blinken. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zum wesentlichen Teil. Er leuchtet. Und er leuchtet jetzt wie ein Tannenbaum. Schaut es euch an. Jetzt ist alles warm weiß. Hier auch im Dach sind tatsächlich 12 LEDs verbaut. Das Ding hatte vorher im Gesamten 12 LEDs und jetzt hat es 22, genau wie der Class Xerion. Jo. Leuchtet tatsächlich, sieht auf dem Bild jetzt ziemlich hell aus. Natürlich in der Sonne ist es jetzt nicht wirklich hell, aber im Dunkeln ist es schön. Muss ich sagen. Natürlich haben wir jetzt nicht unglaubliche Helle, weil es ja keine Zusatzplatine verbaut von Zwergmodell oder Tire-Elektronik oder sowas. Es kann sein, dass ich das nachträglich noch einbaue, aber im Klaren bin ich mir darüber noch nicht. Jo. Also ich finde, mein erster Umbau ein voller Erfolg, ein super Ergebnis und ich bin damit sehr zufrieden. Ich wollte euch jetzt mal das Modell zeigen. Wird mit Sicherheit in späterer Zukunft auch noch ein Tutorial geben, wo wir mal ein Modell komplett beleuchten, also noch weiter beleuchten oder eventuell sogar, wo wir ein Standmodell auf ein Fahrmodell mit Fahrfunktionen und Lichtfunktionen umrüsten. Aber das steht noch in den Sternen, was da passieren wird. Ich muss erst noch erfahrener werden, ich muss noch mehr lernen. Es wird auch wieder weiterhin, dieser Kanal wird weiter bestehen, es werden immer wieder Videos kommen. Ich habe jetzt auch ein neues Handy, wo die Qualität der Kamera viel, viel besser ist. Mit dem filme ich übrigens auch gerade. Und mal sehen, wo da die Reise hingeht. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich freue mich immer über Kommentare. Teilen dürft das natürlich auch. Und ich freue mich immer, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaut oder ihn einfach mal abonnieren würdet. Danke, ciao.